Heute machen wir einfach mal einen Doppeltest. Doppeltest von Wassertemperaturen. Einmal Kupfersee, warmes Wasser. Ich teste einen Spot, der zuletzt lief. Und danach geht es zum Bernsteinsee, kaltes Wasser. Und auch da testen wir, was geht. Also, erster Test, warmes Wasser am Kupfersee. Hier lief zuletzt, also beim letzten Mal, wo wir warmes Wasser hatten am Kupfersee. Wir haben jetzt gerade so eine richtig schöne Warmphase wieder. Nicht nur von der Lufttemperatur, auch halt wie gesagt vom Wasser. Das ist halt jetzt der ausschlaggebende Punkt fürs Karpfenangeln. Und da lief exakt an der Stelle auf sahnige, süßliche Aromen die Kwolsdorfski-Schleie. Also, was heißt sie lief? Sie ist mal mit reingegangen. Und ich bin jetzt gerade hier hin, habe gesehen, alles klar, jetzt haben wir eine Warmphase. Frisch hier hin, testen, 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 gucken, ob was geht. Bisher ist noch nichts reingegangen. Mehrfach schon so ein paar Zuppler, genauso wie jetzt hier. Aber noch kein Fisch drin. Jetzt ist natürlich die große Frage, bin ich vielleicht von den Ködern zu groß? Ich bin so mit 14er, 16er Boilies unterwegs, gucken wir uns gleich im Detail an. Da war gerade ein Biss, ist wieder abgeflutscht. Also nicht hängen geblieben. Oder ich gehe hier doch gleich vielleicht nochmal ein bisschen kleiner rein. Eher vielleicht mit einem Viererhaken. Im Moment bin ich mit Einserhaken unterwegs. Was normalerweise ja ausreichend und eigentlich auch genau richtig ist. Aber ihr seht schon wieder, und das ist jetzt bestimmt das vierte Mal, dass hier eine Route in Action war und wieder aufhört. Irgendwas ist nicht so ganz richtig hier. Also, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie zuppeln die hier dran, aber haken nicht. Oder hier gehen jetzt gerade irgendwelche kleinen Fischis drauf, die wir auch gar nicht wollen. Von daher gar nicht so schlimm, wenn sie dann eben nicht haken. Was jetzt natürlich zu überlegen ist, wo hält sich der Fisch auf, wenn es doch so warm ist? Erste Überlegung war, er geht vielleicht doch eher ins Tiefere, weil es dann da vielleicht nicht so sehr warm ist. Andere Überlegung, naja, hier in diesem flachen Bereich hat er vielleicht Bock. Wir sind aber jetzt hier auf 15 Meter, das heißt, wir sind in dieser Area hier. Also so rund, ja, ich sag mal so um die 2 Meter vielleicht tief wird das hier sein. Also in dem Bereich, beziehungsweise wir können das ja einfach mal testen. So, mal eben die Rute raus. Wir testen mal eben auf 15 Meter. Zack, kurz ausgeworfen. Und dann absinken lassen. Und wir haben hier 1,75 Meter als Tiefe. 1,75 Meter ist jetzt nicht so wahnsinnig tief, ne? Also, das ist jetzt keine wahnsinnig tiefe Area. Lehmiger Untergrund hier unten. Aber, na jetzt hängt mal was dran. Na, das ist doch mal ein Ding. Aber vielleicht reicht das schon, dass das für die Fische ja schon eine passende Tiefe ist. Vielleicht halten die sich hier auf. Gucken wir einfach mal. Wenn hier jetzt die Schleien reingehen, das sieht eher nach Giebel aus. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ja, dicker, fetter Giebel. Nee, wollten wir eigentlich nicht haben. Wollen wir eigentlich nicht haben. Ja. Ich werfe trotzdem nochmal aus, teste nochmal ein bisschen länger hier auf die 15 Meter. Also 15 Meter weit raus. Andere Möglichkeit ist natürlich, dass wir einfach tiefer gehen. Und das wäre auch hier in der Area, wenn wir hier oben sind, tatsächlich wieder am Nummer 1 Spot des Gewässers. Der war ja jetzt die letzten Tage eher ein bisschen mau. Das heißt, wir auch hier können wir gleich nochmal eben testen. Wir gehen nochmal eben hier an die Stelle. Gehen allerdings jetzt hier auf 10 Meter. So. Und auch hier schön absinken lassen. Zack, Bügel wieder aufmachen. So, da oben ist die Boje. Die dicke, fette Pose jetzt einmal kurz anziehen. Und schon haben wir die Tiefe hier stehen. Also 2,15 Meter tief haben wir es hier. Deutlich tiefer als an der anderen Stelle. Und auch hier werde ich jetzt gleich nochmal testen,
ob hier einfach nochmal ein bisschen mehr Frequenz ist und ob hier vielleicht im Tieferen bei warmen Wassertemperaturen was läuft, wäre halt jetzt interessant. Na guck, das ist natürlich ein Ding. Sofort Biss, gerade erst ausgeworfen, gerade erst tatsächlich alles zusammengebaut. Das ist natürlich der Hammer. Ja, warum jetzt diese Überlegung, dass dann eben die Fische bei warm eher im Tiefen sind? Naja, weil eben in der Beschreibung zum Sigrig drinne steht, bei kaltem Wasser sind die Fische eher an der Oberfläche und wärmen sich in der Sonne. Und dementsprechend drehen wir das Ganze einfach mal um. Und ja, es scheint hier ein dicker Brocken zu sein hier. Nicht schlecht. Erster Fisch sofort. Kann man mal machen. Ich bin gespannt, was es ist. Wahrscheinlich muss ich gleich auch noch loslaufen hier. Also, das ist natürlich ein Ding. Ist das so? Das müssen wir natürlich jetzt testen. Und im Idealfall, würde ich sagen, testen wir das alle gemeinsam. Denn wenn das einer testet, kann da ja ein schönes Ergebnis bei rumkommen. Aber wenn das halt viele testen, dann haben wir wirkliche Informationen und dann haben wir viel mehr Feedback. Umso mehr Leute das probieren, umso besser ist es. Von daher ab an den See für dich, zack, an die gleiche Stelle und gib ihm Attacke Vollgas. Ich zeige gleich nochmal das gesamte Setup. Wir ziehen mal eben hier den Brocken raus und dann gucken wir mal, ob das so ist. Und danach machen wir das Ganze genau andersrum. Also wir testen kalte Temperaturen im flachen Bereich beziehungsweise halt oberflächennah. Und das testen wir dann gleich am Bernsteinsee. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da immer noch gerade kaltes Wasser. Gucken wir uns gleich nochmal genau an. Sollte, glaube ich, auch noch ein bisschen länger sein. Und dementsprechend müssen wir halt irgendwann einen Weg finden, wie wir mit diesen Wassertemperaturschwankungen umgehen. Also, dass wir dann einfach sagen, okay, wir haben das und das Wasser, also die und die Temperatur. Jetzt gehen wir dahin. Also, dass wir einfach wissen, wann verwenden wir welche Spots an den Gewässern, um eben erfolgreich was rauszuziehen. So, apropos erfolgreich rausziehen. Ich renne mal eben hier komplett um den See. Der macht mir gerade ein bisschen zu viel Action. Ich hoffe, der bleibt dran. Wäre nicht so schlecht. Und dann gucken wir mal, was hier gerade Bock hat. So, jetzt bin ich hier einmal komplett rum. Das ist ja der Hammer, Alter. Bis zum Campingplatz hier einmal. Und er wird schon ein bisschen müde, aber noch nicht so richtig. Er ist zum Glück noch nicht komplett hier rumgelaufen. Um diese Halbinsel, wo ich jetzt drauf bin. So, komm ran hier. Perfekt. Aber er hat auch noch Bock. Also, 13,6er Setup. Auch die erste Trophy hier drauf gefangen. Auf diesem Setup nur mit 13 Kilo geflochten. Geflochtenes Vorfachsmaterial. Oha, jetzt haut er wieder ab. Mach mich doch nicht fertig, Alten. Auch hier müssen wir jetzt gucken, dass wir den so ein bisschen mal ins Bremsen kriegen. Ähnlich wie am Nordmeer. Dass der halt nicht, also wir stehen jetzt quasi mit dem Rücken genau zu dem Fisch und der haut einfach straight up, gerade Linie vor uns ab. Wir haben sozusagen in dieser geraden Linie, die Schnur geht nach hinten, der Fisch zieht nach vorne weg. Wir haben keine Möglichkeit, den wirklich zu stoppen, weil der einfach wie einem Pfeil nach vorne schießt. Die Schnur, wie gesagt, zieht nach hinten. Total egal. Also da haut er am meisten ab, da hat er die meiste Kraft. Dann müssen wir einfach laufen und gucken und versuchen, dass wir den Fisch so ein bisschen seitlich ziehen. Und immer wenn der Fisch zu uns guckt, Schnur, Fisch, alles in eine Richtung, aber zu uns guckend, dann haben wir eben durchaus realistische Chancen, den Fisch locker ranzuziehen. Im Idealfall kann man das auch so ein bisschen nach oben alles ziehen und dann läuft das deutlich besser. So, jetzt komm mal ran hier. So schwer ist der doch wahrscheinlich gar nicht, oder? Das war aber auch mal wieder ein Monster-Drill hier. Und was haben wir hier? Über 10 Minuten jetzt auf jeden Fall schon wieder hier hart im Drill. Der Brocken hat richtig Bock und ich glaube, der hat auch wieder ganz gut Gewicht. Eieieiei. Oh ja, der sieht groß aus. Der sieht groß aus. Komm ran hier. Will er ran oder will er... Oh, der sieht groß aus. Das ist aber mal wieder ein Brocken. Das ist mal wieder ein richtiger Brocken.
Eieieiei. Ich glaube, ich komme gar nicht. Ich krieg den nicht näher ran. Hier ist zu flach. Es ist hier zu flach. Kriegen wir den ran? Oh. 29,8 Kilo Dinkelsbühler Zeilkarpfen. Oh, der hatte aber auch wieder Bock. Leck, oh funny, Alter. Ja, die Zeilkarpfen, die ballern gut rein. Jetzt aber schnell zurück zu den anderen Routen, denn die bimmeln auch schon. Und das alles am 1er-Spot. Ja, schönes Ding. Direkt hier die nächsten. Zack, zack, zack. Ja, irgendwas Lüttes ist klar. Und hier ist auch noch was dran. Ja, aber warum sind wir jetzt hier, um zu testen, sind wir natürlich hier, ne? Also, wir gucken uns das Ganze eben an. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Nope. Hier, die Route wollen wir haben. So stehe ich jetzt hier gerade mit einem 14er nur, erstmal nur zum Testen, nur die kleineren Boilies, also 14er und 16er auflösend. Dazu die Sahne diesmal, nicht die Milchcreme. Die Milchcreme habe ich auf den anderen Sets. Und zwar sieht das hier so aus. Einmal 14 und 16 Soluble mit Milchcreme und hier auch nochmal 14, ne? Alles mit Karamell und Sahne, 16 und Milchcreme. Und das Ganze hier futtermäßig auch mit Mais, Sahne, Karamell 15. Übrigens Karamell 15. Das Fass müssen wir nochmal aufmachen. Wenn wir ein Boilie schreddern, das sollte doch an für sich bekannt sein. Wir schreddern ein Boilie. Und dann nehmen wir einen 15er Boilie. Dann ist es vom Endergebnis, also das, was hier rauskommt, komplett egal, ob wir hier einen 15er, einen 12er drauf machen, einen 22er Boilie, einen 25er Boilie. Die Schredder- und Körnchengröße entscheidet sich über den Grinder. Je nachdem, wie groß der Grinder ist, dementsprechend bleiben die Partikel übrig. Heißt also, wenn ich jetzt hier gerade Karamell 15 nehme, weil ich das gerade in Massen rumliegen habe vom Weihnachtsmarkt noch und ihr findet nur Karamell 14, weil es das zu kaufen gibt, dann nimmt man normal Karamell 14. Shitty goal, weil die Partikel am Ende die gleiche Größe haben. Sollte eigentlich bekannt sein. Es gab bloß jede Menge Fragen noch dazu. Also egal, wie groß die Boilies sind, die in dem Grinder hier drinnen sind, das Endergebnis ist immer die gleiche Partikelgröße. Was wichtig ist, es ist auch nicht wichtig, ob es ein Pop-Up-Boilie ist oder sinkend. Was wichtig ist, wenn wir hier zum Beispiel die Sahne nehmen und dann Soluble oder normale Sahne. Das macht einen Unterschied, denn Soluble auflösend kickt nochmal besser rein. So viel dazu. Ich verlinke nochmal das Tutorial-Praxis-Video Karpfenangeln. 50 Minuten fast. Komplette, geballte Information zum Karpfenangeln. Wenn man Karpfenangeln will, sollte man sich das reinziehen. Wir sind am Bernsteinsee und am Bernsteinsee gehen wir jetzt ans Flache, denn wir sehen hier am Bernsteinsee haben wir komplett eine Kaltfront. Also jetzt die zweite Phase vom Test, kaltes Angeln und hier gucken wir jetzt natürlich einfach faul wie wir sind. Erstmal rein, wie sind denn die wöchentlichen Rekorde? Was gibt es denn hier so? Wo läuft denn da was? Pfeffer und Muschel gibt es hier. Pfeffer, Muschel und Gewürz immer wieder mit drin. Wir haben hier aber auch ozeanischen Krill und Amino. Nee, das ist in den absoluten. Wir gucken mal in die wöchentlichen. So, aber jetzt, wir sind immer noch bei Kaviar Rot. Und das hatten wir tatsächlich vor ein paar Tagen schon oder vor einer Woche auch schon. Kaviar Rot, Kaviar Rot. Also bleibe ich jetzt hier erstmal eben
auf Kaviar Rot und teste das. Also, unser Setup mal eben schnell wieder rausholen. So, 1, 2, 3, raus damit. Also, legen wir los. Jetzt gerade hier eben alles komplett auf Kaviar eingestellt. Es wird auch langsam Zeit. Wir haben es jetzt schon 21 Uhr. Und jetzt muss hier halt ein bisschen was passieren. Wenn wir denn hier jetzt noch so eine schöne Bestätigung haben wollen, dass wir jetzt hier in dem Bereich hier oben auf oder im flachen Bereich jetzt hier was ziehen können. Andere Möglichkeit wäre natürlich hier, das ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig tief, aber ich glaube, hier geht es auch schon ganz gut los. Wir sind im flachen Bereich auf 9 Meter. Ich habe hier dreierlei Variationen jetzt gerade drauf von Haken. Also wir sind jetzt hier komplett erstmal auf Kaviar und Rot. Ich habe auch eine Futtermische zusammengetüdelt, gucken wir uns auch gleich an. Aber was ich eben hier geändert habe, sind die Haken. Und die Haken entscheiden natürlich ein bisschen über die Frequenz, aber natürlich auch ein bisschen über die Größe der Fische. Und zum einen will ich jetzt wissen, geht hier ein bisschen was auf Masse, geht hier was auf Frequenz? Kann man sich hier hinstellen, um einfach ein bisschen Skillpunkte zu machen mit einem mittelschweren Setup an so einem warmen Tag oder nicht? Übrigens, der Dinkelsbühler, ungefähr 130 Silber, ist jetzt gar nicht so der Burner, ne? Wenn ich das vergleiche jetzt mit dem 35er, mit der Trophy, Dinkelsbühler Zeilkarpfen, 670 Silber, das ist mal ein Unterschied. Ohne Trophy-Gewicht ist schon deutlich weniger, ja. Deutlich, deutlich weniger. Und es zuppelt los. Also, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Kaltes Wetter, eher flach, eher ufernah. Und zack, geht es los. Und die Futtermische, die fängt ja jetzt gerade erstmal so ein bisschen an zu wirken. Noch ist ja gar nicht viel passiert. Und vom Setup her auch hier ganz simpel jetzt natürlich auf die Karpfen. Also, ja klar, natürlich mit dementsprechend mit meiner Rute angepasst hier auf 36 Kilo. Aber Viererhaken für die Masse, wenn wir schön Masse, Masse, Masse machen wollen. Viererhaken, Kaviar jetzt hier drauf, einfach nur Maiskorn und Futtermische gucken wir uns auch gleich nochmal an. Dann, wenn wir so einen schönen Durchschnitt haben wollen, auch mal was Größeres, so in Richtung 15 Kilo plus auch mal ruhig, dann eben ruhig gerne auch mal mit einem Einserhaken hier reingehen. Klappt eben auch ganz gut, ganz simpel. Und dann zwischendurch auch nochmal die Chance, vielleicht noch was Größeres zu haben mit einem 1-0er-Haken. Trotz allem muss man sagen, das macht vielleicht am wenigsten Sinn, macht vielleicht mehr Sinn, wenn man das kombiniert mit einem Boilie plus Maiskorn. Dann hat man vielleicht eher die Chance, hier mit so einem dicken Haken und einer größeren Köderkombi hier nochmal ein bisschen was zu reißen. Testen kann man es. Na, siehst du, geht auch schon los, selbst auf dieser Kombi. Aber wenn man hier richtig auf Masse gehen will und auch bei solchen Turnieren oder sowas, auf Masse-Turniere, auf Gewichtsmasse, dann achtet man am besten darauf, dass man auch ein bisschen kleinere Haken hat, denn dann geht da auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, das Ganze hier an dem Spot muss jetzt natürlich auch erstmal richtig loslegen. Jetzt von der Uhrzeit her nicht so ideal. Nachts ist halt meist eher so ein bisschen Flaute hier bei den Karpfen. Ich denke mal so gegen 4 Uhr morgens geht es dann richtig los, aber nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt schon, ja guck, zack, 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 tatsächlich auf allen Routen schön was zu tun, von klein bis groß. Ja, größentechnisch fängt es jetzt natürlich gerade erst an und dann gucken wir mal, was jetzt hier noch passiert. Vielleicht geht sogar auch noch ein bisschen was Seltenes rein, gerade wenn man hier so ein bisschen auf Masse geht, ist das auch gar nicht so selten, dass man eben auch hier mal einen seltenen Karpfen reinbekommt. Gerade praktisch natürlich für die Aufgaben hier fürs Jubiläum, wenn man hier eben noch verschiedene Karpfen sucht. Da kann man das natürlich dann ganz gut hier an der Stelle machen. Also von den Spots nach wie vor und ich würde fast sagen schon nahezu bestätigt, bei kühlem Wetter eher flach reingehen, ins flachere, also nicht so ganz in die tiefen Löcher reinwerfen. Das dann eher bei warmem Wetter. Und auch hier ist es gar nicht mal so tief, ne? Um die 2 Meter tief.
Wir hatten das ja am Kupfersee probiert mit 1,74 Meter waren es, wenn ich es richtig erinnere. 1,74 Meter, das ist auch noch nicht so super tief gewesen. Und wenn wir dann im warmen Bereich unterwegs sind, dass wir dann vielleicht wirklich hier diese ganz tiefen Stellen anwerfen oder eben auch mal hier solche Positionen. Hier hinten ist dieser dicke, fette, riesengroße Baum, dieser Druidenbaum. Wenn man hier dann ins Tiefe reinwirft, dann macht das vielleicht Sinn. Oder vielleicht hier in dem Bereich, dass man dann hier reinwirft. Also es gibt halt verschiedene Spots, sowohl eben am Kupfersee als auch am Bernsteinsee, wo wir dann über 2 Meter Tiefe reingehen können für die warmen Wetterverhältnisse und dann im flachen Bereich, ich sag mal so um die 2 Meter maximal, wenn es dann eher kühl ist und die Fische sich, na guck, und die Fische sich so ein bisschen eher an den wärmeren Oberflächen aufhalten. Apropos warm und kalt, auch das sage ich gerne nochmal, denn da kommen immer wieder die Karpfenangler und sagen, ja nee, und kalt und warm, wo halten sich die Fische auf? Wir reden hier nicht von kalt und warm, sondern wir reden hier von warm und weniger warm. Es steht nicht da kalt, der Fisch ist im Winter in einer Leichenstarre, in der Kältestarre und geht schön runter und bewegt sich nicht mehr. Wir reden hier von warm, also 18 Grad warm und von 25 Grad warm. Also, das ist natürlich immer wieder verwirrend und die Karpfenangler haben natürlich recht, die Real-Life-Karpfenangler, aber wir sind ja hier nicht zwischen Winter und Sommer unterwegs, sondern zwischen warm und weniger warm. Das ist der Unterschied. Der Einfachheit halber steht da kalt und warm. Naja, aber ich glaube, so langsam sollte das doch auch angekommen sein. Ja, frequenzmäßig läuft, geht schon gut los. Ich würde sagen, kann man machen. Gerne nachtesten. Wichtig, je mehr Leute das probieren, je mehr Feedback wir bekommen, umso eher können wir sagen, okay, es ist wirklich so wie angenommen. Das ist das A und O. Von daher Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags 19 bis 23 Uhr. Bis dahin, Petri.